Ausstattung ist schon heftig, ne? Ja, ist brutal. Ist wirklich. Ist echt brutal. Erstmal hi. Hi. Und ich bin sehr gespannt. Ja. Das wird, glaube ich, ganz gut werden. Also innen müsst ihr, glaube ich, nichts machen, großartig. Nee, drin nicht, aber halt außen einmal. Ich sag gleich hallo, ich bin gleich bei euch. Einmal außen komplett Lack schön machen, Keramik versiegeln. Genau. Felgen, kommen da andere Felgen drauf? Nee, die bleiben so. Okay, dann machen wir die auch komplett, Bremsen komplett, Radhäuser komplett. Einmal. Bremssattel brauchst du auch nicht machen, also Bremssattel sind. Doch, doch, die werden auch Keramik versiegelt. Ach so, okay, krass. Ja, hast du nachher bei einfacher beim Reinigen. Mhm. Ja. Ich habe schon mal Keramik gehabt? Nein, ich wollte gerade sagen, es ist das erste Mal, glaube ich, dass das passiert bei mir. Ja. Dass ich Keramik versiegelt werde. Schauen wir mal die Lampe holen, mal gucken, wie der Lack aussieht. Ja, der wird nicht gut aussehen. Also wir sind alles schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video für Firma Jim Performance GmbH. Das bietet sich jetzt hier an, weil der Belzec hat nämlich für unseren wunderschönen Golf 3, den G3, die Teile fertig. Die gucken wir uns an. Aber ein Untermieter rechts von ihm macht unsere Versiegelung beim R8. Und deswegen war das jetzt gut. Ja, klar. Deswegen klären wir das eben. Wir schauen uns einmal den Lack an, dann gehen wir direkt beim Belzec rein. Und ich habe noch nichts getrunken, nichts gegessen. Gestern diese Scheiße mit dem Fuß, mein Fuß hat dieselben Farbton wie der Innenraum. Scheiße, ist schlimmer geworden. Super fett, mein Fuß. Also ein Unterschied wie Tag und Nacht seid ihr. Hm? Ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ja, ja, ja. Das hat Manu schon gesagt. Ja. Ich bin echt sehr gespannt. Ja. Was kostet so eine Nummer? Jetzt haben wir jetzt so ein komplettes Außendetailing gemacht, wo alles drum dran gemacht wird, weil wir das hier machen. Nächste Zehn. Ich bin sofort da! Liegst du circa bei 2K ungefähr. Ernsthaft? Mhm. Das ist eine Woche Arbeit. Eine Woche? Mhm. Und dann ist der Vorteil nachher, dass wenn man den Wagen wäscht, dass dann... Du hast ja jetzt mal den Lotus-Effekt, heißt, das Auto lässt sich viel einfacher reinigen. Mhm. Wenn du durch den Regen und so weiter fährst, wird das Auto auch nicht so dreckig. Hast eine Art Selbstreinigung. Und wie lange hält das da drauf? 5-6 Jahre, kannst du rechnen. Wirklich? Ja. Bei richtiger Pflege. Du kriegst von mir auch eine Pflegeanweisung nachher mit. Wie das also durch die Waschstraße fahren ist nicht mehr? Würde ich nicht empfehlen. Weil dann geht es schneller weg. Genau, richtig. Durch die Borsten und so weiter. Und du ziehst ja auch wieder schneller die Waschkratzer rein. Ne? Okay, okay, okay. Aber da kriegst du auch intensive Pflegeanweisungen nachher, wie das Auto zu waschen hast und so weiter. Und zu pflegen hast vor allem. Okay. Und dann hast du dann meistens. Und dann Spaß bleibt da was. Genau. Okay. Man will durch die Waschstraße fahren. Wie lange hält das dann? Also, komm mal drauf an, was da für Waschstraßen sind. Ich sag für einen Freund. Was für ein Freund. Nee, komm mal drauf an, was da für Waschstraßen sind. Es gibt ja diese Textilwaschstraßen, die sind ja heutzutage echt schonend. Ja, also wir sind so bei Mr. Wash eigentlich immer und das ist sehr, sehr, sehr schonend, also gefühlt. Und wenn du jetzt so eine Billo-Waschanlage hast, dann sieht das ganz anders aus. Ne? Aber du, was würdest du denn sagen bei so einer Textil ungefähr? Zwei Jahre? Drei Jahre. Also mit dem Coating, womit wir arbeiten, auf jeden Fall. Abo dir, Leute. Okay, vielen, vielen, vielen Dank. Gerne, gerne. Wir werden uns das Ergebnis anschauen und das ist erst das erste Mal. Ne? Herr Belzec! Guten Morgen! Ja, komm mal her! Ist das Serie? Erstmal Hallöchen. Hallo. Ich habe Fuß kaputt, ne? Also ich werde kaputt. Ich werde, ehrlich? Ich habe Schulter, Fuß, du und Rücken. Du irgendwas noch? Nee, Moment. Nein, Moment. Also ich bin echt ziemlich Game Over. Ich war heute Morgen beim Arzt. Ich auch. Ja? Nee, beim Zahnarzt war ich heute Morgen, ja. Okay. Aber das ist wirklich krass. Das Auto ist ja wirklich weit weg von Serie, ne? Aber das Auto ist wirklich 100% legal, ne? Das ist wirklich Wahnsinn. Ich wollte fragen, das ist nicht Serie, das Ding blau, oder? Natürlich nicht. Guck mal rein. Was hat er gemacht? Oh. Ist das krass? Oh, schön. Was ist das Besitzer? Junge. Ah, Scheiße. Oh, Kurva. Oh, Kurva. Guck mal her. Boah, das sieht echt geil aus. Das sieht echt geil aus. Wirklich. Boah. Weißt du gar nichts über das Auto? Nee. Ach so, okay. Ich hab kein YouTube. Oh ja. Okay. Das heißt, wie viel? Der hat 850. Oh. 847 PS ungefähr, ja. Okay. Ja, der geht vorwärts. Fast so viel wie mein McLaren. Wie viel? Nein, 720. Ich hab nicht mehr. Haben die ja nicht, die haben mehr. Wer? Den McLaren. Ja, ist das hat ja auch ein 27 SD. Also ich sag, jeder 27 S hat mindestens 750 PS. Mindestens. Meinst du? Ja, 100%. Hast du gemessen bei dir auf der Roller? Nein, habe ich nicht. Aber wenn du weißt ja jetzt, mit jedem, dem ich spreche, mit McLaren-Fahrer, ist so, das Auto ist unfassbar schnell. So ein Aventador, da lache ich drüber. Ist so. Da lache ich drüber. Mhm. Ich gebe noch nicht mal Gas. Guck mal, ich bin ja schon fast alles gefahren. Fast. Es ist fast. Und das Ding ist wirklich. Es ist wie ein Pfeil. Ja, wirklich. Ein Pfeil. McLaren hat sich auch bei mir reingebrannt, die Beschleunigung. Also immer wieder muss ich auch da denken. Das ist ja so krass einfach. Und dann fährst der hält du das einfach. Genau. Ja. Und dann hast du so 5000, denkst du, okay, krass. Und dann bist du einfach gewohnt von jedem Hersteller, dass sie dann schwächer werden. Und ja, dann. Ja, nicht. Und dann geht die Mühle. Puh! Guck mal, wenn du diese ganzen Vergleichsvideos siehst, bei CarWow zum Beispiel, ne? Am Anfang ist er immer hinten. Und ich gucke die Videos so entspannt. Ich bin so. Warte. Warte, was passieren wird. Und dann siehst du einfach oben und puh! Also da muss ich wirklich sagen, ist meine McLaren-Liebe ist riesengroß. Ja. Das Auto ist so schnell.
Das ist wirklich verrückt. Und irgendwie doch alltagstauglich. Es ist super bequem. Ist wirklich so. Es ist also viele sagen, bequem. Ja, hier, damit kannst du keine 300 Kilometer fahren. Nein, Quatsch. Damit fährst du auch 500 Kilometer. Ja. Ne? Ja. Das Bein stellst du so ein bisschen schräg rein und das Fahrwerk auf ganz bequem. Mhm. Musikanlage ist perfekt. Sehr gut. Die ist sehr gut. Auto ist leise, Spoiler wegfahren und ja, du in schwarz, ich bin blind. Ach ja, stimmt, da ist ja so... Ist immer noch, ich musste jetzt so umfolieren für die Saison, aber... Aber ich freue mich, dich zu sehen. Ja, ich mich auch. Oh, das ist gut jetzt. Was gibt's sonst Neues? Ja, warte, das war gut. Ja, okay. Du machst ja auch jetzt viele andere Sachen, ne? Mit Bildern machst du viel. Ja. Du machst viel mit Spanndecken. Auch. Auch? Auch. Ich mache sehr viel, ja. Klingt komisch, ich mache aber Kunst. Ja, also Kunst, das ist eine Pop-Art. Das ist ja mehr oder weniger digitale Kunst, die irgendwo auf Leihwand oder auf Alu-Debon-Platten... ich muss ja sagen, ich reagiere immer drauf. Wir gucken einmal drauf, komm, lass mal gucken. Weil ich reagiere schon drauf. Ich reagiere schon drauf. Also ich gucke immer hin, ja, immer. Komm rein, die bunte Bude. So hat es angefangen, also bei den Kleinen. Das machst du auch? Was? So auch? Da bin ich jetzt dabei, ein paar richtig schöne Muster, verschiedene Muster zu erstellen und so weiter. Guck mal hier, guck mal, wie schön das alles leuchtet jetzt. Geil. Ja, wenn du ein paar LEDs hinter machst, dann leuchtet das schon. Krass, ne? Ist cool. Das ist meine Kindheit auf jeden Fall. Nur Pagadi. Das ist. Kommst du aus Russland? Ja, ja. Ah, okay. Hier ist Bohl. Das ist hier. Haben wir darüber gesprochen? Wilk und Seyuns. Oder haben wir beide darüber gesprochen, über die Figur? Das ist so eine Serie. Ja, aus Russland, genau. Ja, aus Bohl. Entschuldigung. Aus Polen. Ey, ohne Scheiß, ne? Darf ich das hier probieren? Ja. Also das mache ich auch übrigens. Ich habe da so einen kleinen Invest gemacht bei einer Firma, Snackhelden. Darf ich ein bisschen Werbung machen? Ich bin ganz ehrlich, das Video startet so werbetechnisch habe ich noch nie ein Video gestartet. Okay. Das ist so Essen für dich. Wenn du so drei Kugeln davon isst, mittags, hast du gar keinen Hunger bis abends. Das werden wir jetzt rausholen. Ey, für einen kurzen Moment dachte ich, ich habe die Decke rausgenommen. Das ist spannend, ja. Nee, ich hatte für einen Moment, da wäre ein Loch. Wie sauber das ist. Krass. Hallo! Nein, Spandeck mache ich auch. Jetzt habe ich mit ein paar Fachleuten Konzept geschrieben für jeden, der sowas machen möchte. Wir geben eine Schulung. Da bekommt von uns eine Mappe. Und mit der Mappe kannst du dich von A bis Z selbstständig machen. Das ist von Kontoeröffnung bis zur Montage. Sind wir beim Tuner hier noch? Ja. Okay. Ich habe mich so ein bisschen, wenn ich ehrlich sein soll, vor Corona, ich musste umdenken. War ja, ja? Ist ja nicht doof, war ja klug. Und weißt du was, und, mich haben sehr viele Leute angeschrieben wegen dir, ob wir Stress haben, weil wir nichts mehr drehen. Ich sage, nein, haben wir nicht. Früher habe ich darauf mehr reagiert, aber diese Art von Kommentare und diese Art, das sind Leute für mich, mit einer Flasche Benzin durch so ein Feuer gehen wollen, denken mir, hier ist mir nicht genug Feuer. eigentlich sollte es hier gar nicht brennen, ist mir scheißegal. Ja, und die wissen ja auch, also, und das Schlimme ist, wenn du dann so Leute kontaktierst, dann sind die so, ich habe doch nur gefragt. Das machen die, Wieso sollen wir Stress haben? Ja, nee, weil wir hier keine Videos mehr drehen. Ich bin gestresst, ich war ein bisschen durch letztes Jahr. Nein, aber das ist ja gar nicht mal der Grund. Schon, auch. Ja, aber es ist ja nicht so, dass wir, also das Verhältnis zwischen mir und Andreas ist einfach 100% identisch wie vorher, nur es ist halt, wenn wir gerade nicht viel zu tun. Er hat ja eine Firma, ich habe eine Firma und es ist ja viel zu tun. Und dass ich mich allein schon rechtfertige, ist Wahnsinn. Also wie viel wir, über was für Themen wir schreiben. Weißt du, eigentlich müssen wir das immer den Leuten sagen, wenn wir schreiben, damit die dann keine Sorgen haben. Ich veröffentliche am besten mal die Chats in die Story posten. Eigentlich schon, ne? Eigentlich, ja. Ich habe guten Morgen gewünscht, ne, Leute. Ja. Ich hasse das. Also wenn wir unsere private Chatverlauf veröffentlichen... Lieber nicht. Aber die sind lecker. Ja? Die sind nicht lecker. Aber ich brauche mehr als drei. Ja, weil du wahrscheinlich jetzt zwei Tage nicht gegessen hast. Ich brauche drei so Böllerwagen. Aber die schmecken auch nicht ungesund so. Also nee. Das ist alles vegan und hier, keine Ahnung, guck mal hier, das ist alles Abzeichen. Mhm. Also wirklich, gibt es bei Edeka, bei Rewe und überall. Also, ehrlich? Ja. Krass. Ja, wir haben geschafft. Hat lange gedauert. Ich wollte gerade sagen. Hat sehr lange gedauert, bis wir da reingekommen sind. Soll ich mal so einen kleinen Sneak machen? Wir sind nämlich auch bei so einem Projekt dabei. Wo wir da so drum kämpfen. Das ist, also wo du das sagst, bei Edeka und so drin sein, das ist nicht easy, Alter. Nee. Respekt. Wie lange hat das gedauert? Ein Jahr. Okay, das ist gut. Ja, das sind so Bildchen, die ich mache. Die bunten Dinger. Kann man auch einen Auftrag geben? Ja. Es gibt so einen richtig krassen Bootshersteller in der Schweiz. Mhm. Frauscher Boote. Kenn ich doch. Ja.
Der ist hier. Da haben wir gedreht. Ich glaube schon, ja. Bei Frauscher. Ja. Der ist super lieb, der Typ. Ja. Und der hat mich beauftragt, jetzt ein Bild für die zu machen. Geil. Für ein Frauscherboot. 27. glaube ich, ist die Bootsmesse auf Mallorca. Ja. Und da wird es ausgestellt. Der wohnt ja auf Mallorca, einer der Verkäufer. Der Verkäufer. Mhm. Grüße. Der Robert, ne? Lieber Typ. Genau. Sehr lieb. Das war lecker. So, hast du ja alles gegessen? Ja. Ah, wow. Ehrlich? Ja. Was ich nicht so mag ist... Ja. Was? Viele mögen das? Was genau? Ja, was sehr gesagt? Viele. So Chanel, Hermes so. Und so. Aber ich finde ihn... Ja. Also ich fände ein Bild geil. Ja. Nur er. Mhm. Hier ist natürlich doof jetzt, dass das Licht anders... Nee, sogar wirklich. Der Anzug so, ne? Mhm. Ich fände geil. Der Hintergrund schwarz-matt, ja. Nichts drauf und er genauso wie er ist mit dem Hut und so Glanz und so. Also er Glanz und der Hintergrund schwarz-matt. Ohne Geld und sowas. Ich will keine Dollar-Dinger und kein Geld da. Aber ich hab, was wollen die Leute, ne? Was? Das wollen die Leute, wirklich. Das Problem ist, das ist ja, die Bilder machen echt gute Laune. Das stimmt. Ja, also ich habe vorher es auch nicht geglaubt. Wenn du es aber irgendwo hängen hast, wo du oft dich aufhältst, ist das... Nee, glaub ich dir. Macht gute Laune. Und das ist Jean-Pierre. Warum? Weißt du, ein kleiner Dicke? Sitzt da so. Und das bist du. Boah. So ich. Und das ist Peter. Alles klar. Nein, so Figürchen machen wir und so einen Scheiß. Okay, aber komm, jetzt lass mal zu Autos hin. Ja? Ja. Guck mal hier, da ist der Granate hier. Hermes-Schildkröte. Was sagt denn Hermes und so dazu? Das ist Kunst. Das darfst du natürlich nicht als Druck machen. Zum Beispiel, ich dürfte quasi dein Gesicht auch nehmen, also deine Statur und so ein Bild machen. Darf ich? Weil es Kunst ist. Weil es Kunst ist und nur einmal. Wenn ich das natürlich 5 verschiedene Bilder von dir mache, okay. Aber ich darf nicht ein Bild von dir machen, eins, und dann, ich sag mal, als Plakat verkaufen. Hm, verstehe. Ja, das darf ich nicht. Das ist interessant. Sehr interessant. Also wenn man das malt, einmal, das ist, ja. Dann darf ich das... Genau. Dann darf ich das. Du darfst das natürlich nicht so malen, dass das aussieht wie ein Louis Vuitton-Bild. Oder wie Hermes oder was weiß ich was. Also dass das so aussieht wie ein Produkt von denen. Mhm, das muss schon mit Kunst was zu tun haben. Jetzt gehen wir aber zum Golf. Ja. Oh, Nissan. Ja. Was? Ja. Hallo. Hallo. Hi. 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 Oh, ich hab diesen Geruch vermisst. Wow, was hast du denn hier stehen? Wie Parfüm. Was ist denn hier los? Reichtum ausgebrochen. Das ist deiner? Klar, dein. Wow. Sexy, ne? Ja. Was machst du damit? Krass. Ja, ich Body. Nein, das machst du nicht. Nein, nein. Also ich den Mut hast du. Das machst du nicht. Das machst du nicht. Obwohl. Nein, das machst du nicht. Wem gehört er denn? Also, nein, das darf man nicht Kollege fragen. Kollege von mir. Doch, das ist ein Kollege von mir. Der baut sein Haus gerade. Saniert sein Haus, gerade sein Mundan. Ja. Und die beiden Autos gehören ihm. Und dann hat er die hier reingestellt. Ja. Nicht drüben lieber? Ja, aber das ist ja voll. Ja, aber hier ist ja so viel Staub. Ja, aber das ist ein bisschen abgedeckt. Mal, jetzt ist der wow. Schon sauber. Das ist echt ein tolles Auto, ne? Wo das rauskam, da alle durchgedreht. Ja, echt schon. Toll. Krass. Ja, so sieht's aus. Jetzt bauen wir einen Hyundai. Hier, Sonne. Aber kriegt der White Body? Ja. Ehrlich? Mhm. Ein kleines. So hier dran, ne? Mhm. Aber wirklich nur 2 cm. So. Ja, finde ich gut. Ja. Finde ich gut. Oh, hat er nicht gesagt. Hier so, ne? Ja, ja. Wenn du solche Bodykits machst, die hier reingesteckt werden, ne? Bis hier? Ach, bis so oben. Ja, ja. Nur ein bisschen, das hat... Und was machst du mit der Schattenkante? Ist das nicht so eine Dreckkante drin? Nein. Also kommt dran, ne? Ja, ja. Das ist wirklich blank dran. So sieht's aus. Okay, jetzt ist doch weiter, als ich dachte. Ich hab's ja... Oh, krass. Danke anfassen, ja, ne? Oder ist das gerade entweder? Nur Google, nicht anfassen. Danke. Klar. Ja. Ich habe das ja immer nur digital. Guck mal, dieses Projekt ist für mich so extrem. Das weißt du warum? Normalerweise würden Amanda und ich loslegen und bauen. Das sind die ersten Teile. Oh, okay. Richtig. Krass. Weil das Auto wird digital gebaut, digital gebaut, digital, digital. Dann werden Programme erstellt, wie das dann nachher gefertigt wird. Und das, also weil wir das so industriell machen, nachher wird der Käfer, also das Chassis, das dauert dann kitzuki-zuki. Und könnte man immer wieder bauen sogar. Ja, ist das so? Ja, okay. Das ist wirklich krass. Weil die ganzen Partnerfirmen, die wir da so eingeholt haben, ich hab gesagt, was ich möchte und wie perfekt es werden soll. Ich habe unterschätzt, was das bedeutet bei manchen Firmen. Wirklich? Ja, ich kann so wie wir das sonst machen, so ein Halter so, ne? Ja. Nein, alles gefräst und Laser. Oh, okay. Der Käfig wird Laser vermessen. Das heißt, er wird
Normalerweise baust du eine Leere, legst es rein. Wir sind Auspuffbauer. Genau. Nächstes Rohr. Nein, nach jedem Rohr wird das gescannt, gelasert und dann das nächste Rohr rangesetzt. Boah. Genau. Wie weit ist das? Wie ist der Stand? Nichts. Das Auto ist so, wie ich das gesehen habe, oder was? Nein. Ja. Ach Quatsch. Ja. Weil das Problem ist, Schweller. Ne? Ich weiß. Ja? Das kann ich nur weiterbauen. Ich weiß, wissen wir, das wusste ich ja auch, weil das war so schwer für uns, weil ich ja keinem was sagen kann, weil ich jedem sagen muss, technisch gesehen gibt's doch gar nichts, weißt du? Okay. Und das heißt, alle bauen digital. Also wir haben Daten über diesen Golf 3, das kannst du dir nicht vorstellen. Das Auto haben wir bis ins kleinste, in den kleinsten Winkel digital. Aber in der heutigen Zeit, 2023, ist das schon viel wert. Naja gut, das ist ja auch nur, ne? Genau, und von dort aus gehen wir dann los. Und marschieren. Das ist crazy. Und dann geht's los, genau. Also was ich glaube, dass heute die Rohre gelasert werden. Und dann gibt es wirklich, wie bei Lego, jedes Rohr ist in einer Kiste fertig unter einem Millimeter genau gelasert und gebogen, CNC gebogen, fertig in der Kiste, mit einer Nummer drauf. Die Nummer ist auch nicht draufgeschrieben in Edding, sondern die Nummer ist im Rohr. Und dann so drauf gelasert, weißt du? Und dann wird das zusammengesteckt. Also, das wird. Also du hast echt krass verrückte Sachen, ne? Also wirklich, ich kenne keinen zweiten. Nee, aber für mich ist es gerade echt geil, weil das ist das erste Teil. Und schon fast fertig. Die Motorhaube haben wir auch so ein das gemacht. Ja, habe ich gesehen, aber ja. Ich glaube, der ist nicht tief. Sag mal eben. Kannst du mal das Timer geben? Ja, gut, die Tiefe können wir. So sägen und dann runterziehen, ne? Ja, ja. Weil bei der Haube würde ich gerne Folgendes machen. Wir haben nämlich eine GFK-Haube bestellt, eine fertige. Ja. Und dann würden wir die vorbeibringen. Mhm. Und dann macht es ja meistens Sinn, dass wir das einfach da rein laminieren, ne? Ist der Motor vorne oder hinten? Der Motor ist in der Mitte. Also. Ja. Aber Qualität ist wieder mega geil. Ich freue mich, also ich bin gerade sehr happy. Man muss wirklich sagen, so? du machst das, es ist wirklich krass. Ja, das Problem ist, ich zeig dir gleich die Werkzeuge. Eins muss man sagen, dass das nur ein Bodykit. Man baut ja nicht das Bodykit, ja. Die Werkzeuge, sonst springt das in den Rahmen. Da bist du bei 150.000, 200.000 Euro. Nein, aber was ich so schön finde, ist immer, wo wir uns kennen. Provisorisch. Ja, nee, aber wo wir so, das erste Mal. Nee, sehr gut. Wo wir das erste Mal zusammengearbeitet haben, da wusste ich ja nicht, wie das so läuft. Zum Beispiel der Schweller. Wie kann ich das beschreiben? Da haben wir dann so gesprochen, da meinst du, das muss aber, weil ich bin Perfektionist, wie man glaube ich weiß. Und dann sage ich, es muss aber genauso sein. Dann sagt er, ja, ja. Und dann sage ich, nein, der Winkel muss genauso sein. Ja, ja, das wird. Und es ist wirklich. Also ich bin ehrlich, eigentlich muss man vielleicht mich selber loben, ist das so, weiß ich nicht. Kennst du einen zweiten in Deutschland? Nein, machen kann? Nein. Doch. Es gibt ein, zwei, die das auch machen, aber, ja. Aber die sind nicht so drauf wie du. Die sind nicht so schnell und was bei uns beiden gut ist, dass wir beide gut funktionieren, weil manche andere Firmen, die wollen das auch so machen, aber dann sind die so, wenn wir mit dem Ding kommunizieren, ja, da bräuchten wir dann die Datei und dann brauchen wir diese Angabe und so, ja, weil sie dann, als ob die das bremsen wollen, das Projekt. Und dann sagen die, ja, aber wir müssen das so genau haben. Also da wird nicht gefühlt nicht gedacht, sondern du musst quasi so machen. Improvisiert. So. Du musst quasi so machen, so. Mit seiner Hand. Okay, mit seiner Hand. Ne? Und dann denkst du, komm, so brauche ich es auch nicht, da kannst du auch klemmen dann, Digga. Aber die Teile können wir mitnehmen oder nicht? Nein. Theoretisch kannst du mitnehmen. Ehrlich? Ja. Und die dürfen wir auch schon verbauen? Die darfst du ja theoretisch verbauen, ja. Würdest du sagen... Also wir verkleben das. Eine Schweller müsste ich hier irgendwie. Genau. Also Schweller, lass mal Schweller angucken einmal. Das hier ist das Thema, ne? Das ist das Thema und natürlich von der Länge. Das ist okay, wir können das verlängern, so viel länger muss es sein. Also jetzt zu kurz, ne? Ja, ein bisschen zu kurz, ja. Und die ganze Tiefe wissen wir nicht, ne? Sonst müssen wir das hier, vielleicht erklären wir das ein bisschen, weil wir die Tiefe jetzt nicht haben von einem Luftanlass, ja. Was hier aufschneiden, ne? Dann quasi hier auch und dann quasi nach innen oder nach außen oder wo auch immer. Mhm. Ja, verschieben und dann müssen wir es noch mal zumachen mit GFK und dann hält das. Bummeln. Krass. Und wie fertigt ihr dieses Teil jetzt? Das ist mit der Fräse. Also das ist die digitale Datei? Ja, genau. Aha. Und dann fräst ihr das? Genau. Und im Prinzip, das ist so das größte Teil, was wir fräsen können. Und deswegen ist es nicht lang genug, weil die dann genau, verstehen. Ich habe eine kleine Fräse und das sind natürlich, muss dann die Teile machen, ja. Verrückt, ey. Und leicht. Ja gut, wir nehmen das ganze Harz raus. Also wie du sehen kannst, haben wir das ganze Harz auch rausgenommen. Weil manchmal so, manche Firmen machen zu viel, ne? Machen zu viel und dann natürlich... Weil das Teil ist echt stabil, ne? Dafür, dass das so ein dünnes Teil ist. Mhm. Aber guck mal, wenn du jetzt, nimm mal, mit beiden Händen so, wenn es geht. Nein, nee, passt perfekt mal so ein bisschen. So links ist er nicht. Also so ganz... Okay, ja doch, ist jetzt irgendwie... Also man denkt, es wäre weiter. Ja. Da natürlich, da hat vier Ecken, die sind so jetzt über Eck. Das kannst du schwer durchbiegen. Aber zum Beispiel hier so Verbreitung. Krass. Ja, ne?
Mega. Die ist flexibel, ne? Die ist flexibel, ganz so ein bisschen. Jedes Auto ist auch anders, ja? Also das ist Passgenauigkeit hier, Passgenauigkeit da. Also es gibt kaum einen Hersteller, außer Porsche, muss man sagen, wo die Autos immer gleich sind. Ja, ist krass, bei Porsche. Ich muss eins sagen, ich habe früher Porsche umgebaut, aber das war, glaube ich, heute gesehen der dummste Fehler, glaube ich. Das ist so Jugend, Jugendsünde. Ja, also ehrlich, also hier hat Porsche, tut mir leid, ich hab's nicht böse gemeint. Ich weiß, was du meinst. Also ich habe mir die Dinge angeguckt, also es ist so perfekt. So die Fahrt, ich möchte gar nichts ändern. Manche haben gesagt, ja, Fahrwerk, Felgen. Nein, ich mache nicht mal Ventilkappen rein, weil ich weiß, das Auto funktioniert. Ja, wirklich. 110%. Ja, zum Beispiel bei unserem GT3 RS jetzt, ne? Dann hat KW ja auch gesagt, ja, Jean-Pierre, was denn mit Fahrwerk und so, ne? Und ich sage am Telefon, nee. Das willst du ja noch besser machen, kannst du schlechter machen. Nein, schlechter nicht. Aber ich will das Auto optisch etwas schöner. Ja, genau, wir machen so ein paar Lacksachen und sowas. Aber vielleicht so vorne so eine Lippe irgendwie so, da habe ich das Gefühl, dass er das irgendwie, glaube ich, ganz gut bauen könnte. Aber du merkst, du machst sofort eine Unbalance ins Auto. Ne? Ja. Weil wenn du jetzt fährst, drückst auf dieses DRS, du fährst, ne? Normales Auto auf der Straße, fährst, drückst DRS, macht das so. Du merkst, wie das ist. Und wenn du im Regen fährst, das war ja jetzt letzten Tag Gott sei Dank viel Regen, fährst durch den Regen, drückst auf DRS und du fährst unter einer Brücke, eine Autobahnbrücke. Die Regenfontäne schießt an die Decke der Brücke. Niemals. Ich hab wirklich gestern nochmal drauf geachtet, ne? Dann fahre ich so zurück und dann siehst du so bei dem M3 Touring, dass einfach so eine Gicht wirklich so weggeht von so einem Auto. Die geht einfach weg. Wenn du bei DRS auf voll Downforce gehst, kannst du nicht durch die Heckscheibe gucken im Regen. Ernsthaft? Ja. Krass. Kannst du nicht, also aber das, du, ist mein Traum. Das geht aus dem Auto raus, ne? Und es macht so, fumm, geht das hoch, ne? Also wirklich hoch. Okay, Wahnsinn. Es ist wirklich Wahnsinn. Und das ist hoch wie 7 Meter? Ach Quatsch, ehrlich jetzt? Das müssen wir mal aufnehmen. Das müssen wir irgendwie aufnehmen im Regen, weil das aus dem Auto so, und wenn du den Knopf drückst, ne? Machst DRS weg, macht das so. Ernsthaft? Ja. Ich kann mir nicht vorstellen. Doch, da geht das so weg. Da musst du ein Video machen. Ja, müssen wir irgendwie im Regen müssen wir das irgendwie hinkriegen. 100%. Sehr interessant, wie auch mit dem Düsenjet. Ich gucke mir kaum Videos zu Ende. Oder ich spiele vor oder sowas, aber die Videos mit dem Düsenjet, ach, hier, ja, das wäre ehrlich. Ich habe gar nicht gesagt, man muss so upf. Und dann selber erwischt so, oh, sag mal, läuft hier, weißt du, ich will auch. Ja, aber das Düsenjet, ist auch schwer vergleichbar mit was anderem. Ne? Also, naja, aber allein die Möglichkeit zu haben, um sowas zu machen. Genau. Ja, also ist schon krank. Das ist wirklich toll. Sehr schön, Golf, ja. Genau, also ich würde vorschlagen, wir lassen das hier und nehmen den Rest mit. Und dann sage ich dir ganz ehrlich, normalerweise bin ich immer so, wir machen, tun und hier. Ja. Und dann weiß ich nicht, was ich genau mache. Sage ich dir ganz ehrlich. Okay. Dann rufst du mich an und dann bauen wir es ein bisschen zusammen. Weiß ich, vielleicht. Also weil jetzt sind halt so viele Gewerke am Machen, aber bei uns nicht eine Schraube. Ne? Also wir haben den Golf da, immer noch so, wie ihr den kennt. Und dann haben wir die Teile da. Und ich glaube, wir werden erst den Käfig zusammenbauen, sägen dann am Golf ab. Wir nehmen ja vom Golf nichts und setzen das dann drauf. Und dann ist die Frage, wie würdest du lackieren? Würdest du lackieren, wenn es montiert ist, oder würdest du lackieren? Willst du das verspachteln komplett? Kannst du auch machen. Mhm. Dass das wie eine 1 aussieht. Die Kante kann da bleiben, ja, aber die ist dann ein bisschen rund. Oder willst du eine scharfe Kante? Ich glaube, ich mag eigentlich diese Kanten. Ja, dann lackier das erst vorher. Und dann dran setzen, ne? Ja. Mhm. Erstmal aber alle Bausteine zusammen machen. Ja, genau, wie es passt. Weil du kann sein, dass zum Beispiel linke und rechte Seite nicht 100% gleich sind. Mhm. Unsere Teile ja, aber das Auto nicht. Mhm. Weil das ist ja natürlich ein altes Auto. Obwohl, wenn du das alles mit dem neuen Rahmen baut, muss ja alles perfekt passen. Ja, aber die Blechteile könnten ja irgendwo. Also, ja, also immer vorher anprobieren, am Auto dran halten und dann. Ich würde das extra separat lackieren, alles. Und wenn das Auto soweit hast, machen wir schneller und ja gut, die Haube können wir jetzt schon machen. Mhm. Musst du nur sagen, wie tief? Und dann hatten wir noch so kleine Flaps, da kommen wir aber nochmal auf euch zu, die hinten an der Stoßstange unten waren, in der Datei. War das so? Hier. Ach ja, und was, genau, der Teil unter dem fehlt ja auch noch. Ja, das wollten wir per Hand machen. Achso, dann mit dem Auto, wenn wir eine Schwelle haben, ja, wenn wir eine Schwelle am Auto haben. Okay, und die Frontlippe, ne? Mhm. Diese Lippe. Den Schweller und das Ding, diese. Achso, sowas, okay. Mhm. Na gut, das können wir fräsen, das kleine Teil. Ey, das ist echt ein Auto, Alter. Also echt ein Kalb, ne? Da wird sehr viel Luft rauskommen. Nur wenn das Ding 300 fährt, dann kommt da sehr viel Luft raus. Was fährt das Ding? Hast du gesagt? Was der Wagen fährt? Ja. Also von der Getriebesetzung her wird der so 345 fahren und auch relativ schnell. Also kurze Zeit. Ja. Ja. Okay,
Okay. Dann laden wir das mal ein und ich würde sagen, bei uns in der Werkstatt halten wir es auch nochmal dran. Mhm. Und dann sehen wir ja schon mal die Ausmaße, weil ich weiß nicht, ob ihr wirklich versteht, was das bedeutet. Und das ist links und rechts. Ne, genau. Und das ist rechts, genau. Ne, also das ist ja schon ein Wachstum. Ja, das ist eine wilde Dimension auf jeden Fall. Aber ist, und vom Design her muss ich wirklich nochmal sagen, es ist wirklich toll, weil guck dir mal an, wie sexy die Schulter ist. Ne? Ja, hab ich auch schon gesehen. Ja. Ne, sowas kann, das ist wirklich sehr, sehr schön. Wirklich sehr schön. War auch wirklich viel hin und her. Fotos schicken, ein bisschen anheben, ein bisschen steigern, ein bisschen schmaler. Ne? Also ich weiß nicht, ob man das so ein bisschen veröffentlichen sollte, diesen WhatsApp-Schriftverkehr von Amazon. Das ist ja wirklich, also das sind Millimeter, ja. Nicht mal Millimeter. Das Auto. Was er verändert. Wirklich, also manchmal so, die Ecke. Dann denke ich, okay, das ist ja wie vorher. Nein, jetzt ist es perfekt. Dann denke ich, okay, ich sehe das gar nicht. Ja, ja. Also manchmal, aber das Auto hat auch eine sehr hohe Bedeutung so für mich. Das merkt man ja auch. Es ist sehr viel Kommunikation in diesem Auto. Weil ich wirklich, ich möchte das gut haben. Und ja, der soll wirklich on point sein. Aber ich weiß auch so, ich habe es mir selbst gedacht, die anderen Leute müssen noch denken in der Gruppe, dass wir alles spinnen, Alter. Weil dann waren so Sachen wie, wo war denn viel Diskussion? Im hinteren Kotflügel war viel Diskussion. An dem Einlass, das ist hinten, ne? Ja. So, hier war viel Diskussion, wie der Anstieg sein soll, ne? Weil diese Luftöffnung, so ist es am Auto dran, okay? Hier kommt die Luft. Dann gab es Versionen, wo das Teil mehr draußen war. Aber das wollte ich halt einfach nicht, sondern ich wollte schon, dass es wie ein separates Teil wirkt, okay? Dass du die Kotflügelkontur noch erkennst und dass es hier reinwächst. Ja? Ja. Ne? Komm mal mit. Siehst du den Schwung? Ja. Ne? Hier, wie es aufgeht. Wenn das zum Beispiel gerade ist, es sieht wirklich ganz anders aus. Diese ganzen kleinen Details. Ja, zum Thema Kunst. Ja, nein. Deswegen finde ich auch gut, dass du dir die Bilder machst, weil es ist Kunst. Viele, ich habe ein paar Leuten gesagt, ey, ich mache jetzt Kunst, ne? Was soll sie sagen? Ja, wie, jetzt machst du Kunst? Nein. Ich sage, ey, das mache ich seit 23 Jahren. Genau. Weil jedes Auto, auch wenn ich denke, oh, das ist nur ein Spoiler. Nein, das ist irgendwo ein Kunstwerk von mir. Ist es auch. Ja, und dann, ja. Nein, ist es ja auch. Es ist ja auch so. Nee, wirklich. Bist du zufrieden? Ja, ich bin sehr zufrieden. Okay. Ich bin sehr zufrieden. Das ist das Wichtigste. Da bist du jetzt erleichtert, oder? Ich bin erleichtert, ja. Ich bin, ja, weil wir produzieren ja für viele andere Firmen auch. Und das erste Bodykit, immer wenn das rauskommt, so immer die Spannung, was sagt der Kunde? Mhm. Ja, oder hier der Händler oder der Tuner. Aber in der heutigen Zeit hat er ja eigentlich nicht mehr so viel Recht, was zu sagen. Weil man muss ja wirklich sagen, dass man digital sehr, sehr viel sieht. Das muss man ja wirklich sagen. Da sehe ich ja gerade oben. Wie viele Beetle wurden denn jetzt verkauft? Oh, das ist eine gute Frage. Das darfst du mich nicht fragen. Auch schon ein paar, ne? Ja, ja, ja. Ich mache ja auch, vielleicht ein kleiner Aufruf, ich mache ja 1.000 Euro pro... Die Belzec-Werbeveranstaltung, so heißt das Video. Nein, aber es ist gut, was gut ist. Ich mache in Afrika, baue ich eine Schule. Ernsthaft? Ich brauche 50.000 Euro, Leute. Ja, da baue ich eine Priorisierungsschule. Können wir vielleicht gemeinsam machen. JP Priorisierungsschule. Ja, 50.000 Euro kostet sowas von A bis Z. Und das habe ich eine Schule kostet 50.000 Euro. Genau. Help and Fly, so eine Stiftung. Ja, und die bauen ganz viele Schulen. Das ist ein sehr, sehr, sehr wohlhabender Mann. Der hat alle Firmen verkauft und jetzt macht er nur sowas. Und die bauen die selbst? Ja. Also wir sind dabei. Also wer baut die Schule denn? Die in Afrika Leute oder aus Deutschland welche? In Afrika die Leute. In Begleitung von den deutschen Leuten, die das mit. Und das ist mit Mauern oder einfach nur? Genau, nein, mit Mauern, mit Sitzbänken. Schick mir mal Bilder davon bitte. Ja, schicke ich hier. Pro verkaufen Mittelbolle geht 1.000 Euro geht auf unser Preiskonto. Ja, wir haben 9.000 erstmal. Geil. Jo. Ja, ich habe ein bisschen später angefangen also mit dem Mittel. Das war so eine Idee von dem guten Herrn. Dass man sagt, komm, weißt du was, gib mal das in eine Serie von jedem Bodykit, 1.000 Euro, dir tut das nicht weh und du helfst so ein bisschen. Dann habe ich gesagt, okay, ich brauche ein bisschen, brauche ich noch. Okay, wir springen jetzt zurück in die Werkstatt. Es ist wirklich so. Ja, man muss ein Zeichen setzen, ehrlich. Irgendwann bin ich weg, das kann morgen sein, das kann in 30 Jahren sein. Aber das kommt zu dem Thema, was ich im Auto gerade gesagt habe. Oder sage ich, ey, der Belzec, die alte Wurst, hat da eine geile Schule gebaut. Denk an die Worte, die ich im Auto gerade gesagt habe. Ich weiß. Nein, ich soll das nicht sagen. Ich weiß sagen. Du hast recht. Nein, du hast recht. Ja. Manchmal ist die Umsetzung etwas schwerer, aber du hast recht. Komm. Ja. Nicht anspannen, locker. Boah. Okay. Bis gleich. Oh, das ist schon zu lang. Ja, das ist schon. Wir müssen sie mich beeilen, weil der schneidet gerade das Video, wo das jetzt dran geschnitten wird. Das ist einfach knackig jetzt. Ist so knackig? So knackig wie dich? Du geiles Pferd. Guck dir mal die Muckis an!
Ist das Käse? Oh. Aber wo sind denn die Muckis? Ja, hier. Meine kleine Faust so. So, ja, hier. Warte, hat dich so ab wie du. Nein, aber so, hier. Hier. Ja. Jetzt macht das Video. Ja, ist schon zu lang wieder, ne? Ja. Gib mir einen Piss, Alter. So. Wie redest du mit mir, Alter? Ich bin ein Schiff, Alter. Ich bin ein Schiff, Alter. Okay, wir gehen jetzt mal rüber. Die Teile, die man dort sieht, da auf dem Bisschen, da. Das, was da liegt. So, ich nehme das jetzt so von hier, ne? Bist du bereit? Bist du bereit? Ja. Boah, das finde ich richtig geil, weil das muss morgen früh aufhören. Ich wollte es gerade zum Effekt machen. Weißt du, nein, so? Bitte nicht. Ich will nicht mehr. So, weißt du, so? Ja. Und dann habe ich jetzt den Namen, pass auf. Ja, okay, der ist einfach. Der ist einfach, komm, das kriegst du hin. Ich sag mir nur mal, das ist der Blick, der danach kommt. Ja, also der Effekt kommt gleich, der muss sich sehen, verzögern, der Effekt. Ja, ja, das ist voll easy. Ja, ja, der kommt. Ich mach aber doch mal jetzt für dich. Pass auf. So, pass auf. Freust dich? Ja. Das muss vorne fertig sein. Ja, ja, hör auf, und hier. Oh. Das ist hochgegeben, Alter. Ich freu mich, dich zu sehen, Akins. Dankeschön. Mhm. Du riechst aber gut. Ja, das waren die Haare gerade. Ja, ne? Kokosnuss. Boah, Alter, du riechst ja wie so ein Mädel auf dem Kopf. Jetzt zum ersten Mal wieder geduscht. So, wir müssen einmal in den Container und dann, eigentlich wollten wir jetzt die Szene machen mit Peter, ne? Aber wir schonen dich gerade, Peter. Dafür geben wir dir ein bisschen Sekunden, ein bisschen Material. Ich kann nicht mehr. Dafür, dass das gleich laufen muss eigentlich, ne? Das Video muss laufen in 25 Stunden, 24,5 Stunden. Ja. Also wenn man so davor steht, dann ist es auch für mich sehr schwer vorstellbar, dass es dieser Golf wird. Sag ich ganz ehrlich. Ein bisschen, ne? Ja, schon. Weil, nein. Ne? Ja. Aber ich habe vorhin schon mal die andere Seite einmal kurz dran gehalten, aber da war der Twingo zu nah. Die Passgenauigkeit bei ihm ist wirklich krass. Also ich habe diesen noch nicht dran gehalten, okay? Mhm. So, nur drüben. So, right? Mhm. Right? Right. Ne, guck mal, das meine ich. Der hat sogar noch ein bisschen Spalt. Siehst du es? Ja. So, jetzt machen wir mal so. Dann kriegen wir schon mal grob eine Idee von der Proportion. Aber für mich ist es auch geil, das erste Mal zu sehen, wo die Reise hingeht. Hier, Mark 40, ne? Nein, nein, nein. Willst du den haben? Ja, bitte. Ehrlich? Ja. Immer also, was kommt, Karosserie, kann ich mitnehmen. Ja. Also wir brauchen die noch ein bisschen, weil wir mit dem Projekt noch nicht ganz fertig sind. Okay. Aber wenn der fertig ist, dann denke ich mal, kannst du den haben, ja. Weil der ist sehr gut. Okay, ja, Fahrfrecker ist gut. Ja? Fahrfrecker ist gut, wir müssen ausschlagen. Okay. So, das macht Bock bei ihm. Muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Diese Genauigkeit in den Teilen, ne, ist, krass. Aber dieses Projekt ist halt auch sehr, sehr virtuell, ne. Das ist echt krass. Wie viel wir hier an Arbeit reinstecken, aber dieses Auto nicht sehen. Für mich ist es gerade wirklich ein extremer Moment, weil wir so spät im Jahr sind. Spät im Jahr, aber für unseren Geschmack spät im Jahr. Für so ein aufwendiges Projekt, weißt du? Ja. Und jetzt stehe ich erstmal vor. Nee, wir sind ein Tick zu tief. Hier sind wir zu tief. Nee, nee, ach so. Zieht sich ein bisschen in die Breite. Nein, 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 nein. Wir machen mal ein Bild rein von dem Digitalen. Wenn du diese Kante siehst, okay, nachdem das Auto fertig ist, diese Kante, ja, bis zum Ende des Autos, also bis das Auto vorbei ist, ja, wird nachher hier sein. Ach, so viel kürzer. Das heißt, alles, was da ist, ja, ist weg. Das wird, Der 6 cm, 7 cm Bodenfreiheit nachher. Das heißt, diese Linie hier, das hier, okay, würde ich jetzt mal tippen, ist nachher hier. Das ist asozial. Genau. Weil, guck mal bitte, wo der Reifen. Ja, ja. Wo der Reifen nachher sitzt. Ich hab sogar einen Reifen da, ich hol mal eben einfach mal. Jo. Was ist das denn? Und das hier ist nachher hier. Boah. Ja. Und auch für mich geil zu sehen, weil was wir da machen, ist ja schon das Maximum an Tuning, was geht. Ich glaube, für jemanden, der sich nicht mit beschäftigt, es bleibt ja eigentlich nichts mehr übrig. Nee. Also in diesem Fall ist es ja wirklich so. Wir nehmen ja eigentlich gar nichts mehr. Es ist zwar ein Golf 3 irgendwie, aber es ist ja nichts mehr wirklich so da. Weil wenn du jetzt einem sagst, ja, ich hätte gerne den Reifen hier so drin und guckst so rein, aber da ist doch das Auto, Kollege.
Ne? Und so viel breiter und so, das geht ja eigentlich gar nicht. Das wird schon unterhaltsam. Viele werden es, glaube ich, gar nicht verstehen, das Auto. Nicht, wie extrem es ist. Ja, genau. Aber es war beim Super Golf das Gleiche. Ja. Und der Unterschied auch zwischen dem G3 und dem Super Golf sehe ich bei in Aufwand nochmal 70%. 80%. Boah, mehr höher. Zu dem Super. Ja, 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 ja. Okay. Ja, so wird das nachher, so viel Wideness haben wir nachher. Und diese Breite, ist ja immer im Verhältnis zur Höhe. Wie kann ich das jetzt erklären? Etwas kann überhaupt nicht breit wirken, wenn es zu hoch ist. Ja. Nimmst du dasselbe Bauteil, dieselbe Breite und machst es flacher, wirst du irgendwann im Kopf sagen, boah, das ist aber breit. Mhm. So, das heißt, jetzt denkt man sich, ja, das ist ja gar nicht so krass, ne? Mhm. Aber dieses Schulterverhältnis war wichtig, weil, Leute, hier ist vorbei. Und dann wird's breit. Ja. Ne? Diesen Kotflügel zu sehen in der Höhe, sagst du, ja, geht. Aber guckt euch mal den Aufbau an. Haube, Farbe, Farbe, vorbei, okay? Ja. Farbe, 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 vorbei. Ja. Ne? Das Auto wird ja eine ganz andere Position, also eine ganz andere Präsentation, eine ganz andere Position. Und auch jetzt sieht man hier, bleib mal hier so stehen, siehst du die Schwünge? Diese beiden Dächer, die waren sehr wichtig, dass die sehr symmetrisch sind. Siehst du das? Ja. Dieses Dach und dieses Dach. Diese beiden Dächer dürfen nicht genau identisch sein und die müssen einen schönen Übergang haben, weil die sind nicht plan, sondern die haben eine leichte Schulter, die fallen etwas weg. Hier sieht man das zum Beispiel auch schön. Und dann endet das zum Beispiel auch hier hinten nicht wirklich schulterschließend ganz rein, sondern du hast immer beide mit diesen Öffnungen hinten, was Kraft aufbaut, ne? Siehst du das? Und Technik. So ein Technikdetail, weil man könnte diese Schulter ja jetzt auch das hier wegmachen, ja, und diese Schulter jetzt rund reinlaufen lassen. Aber dann wirkt das für mich immer so Bananenbootmäßig. Mhm. Ich verstehe es nicht. Viele Leute werden davor stehen und nicht wissen, was alles dazu gehört hat, ne? Die werden sich einfach deswegen zeigen wir es ja diesmal sehr genau. Ja, ist einfach ein cooles Auto. Ne, weil Leute, wir werden wirklich versuchen, dieses Auto pünktlich fertig zu haben. Also pünktlich ist halt dann immer so Ende des Jahres. Aber dieses Mal nehmen wir euch wirklich mit. Ne, wir haben ja auch sehr viele lustige Videos und spaßige Videos und so Experimentier-Rummach-Videos. Aber diese Videoserie hat wirklich die Aufgabe sehr... Now you know. Mhm.